Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja Freunde, um den FC ist es aktuell wieder relativ ruhig, deswegen werden wir heute mal ein kleines Real Talk Ründchen machen und werden über das Interview von Luca Waldschmidt im Geißblock sprechen, um dann einfach nochmal so die Situation des Spielers selber zu bewerten und dann zu schauen, inwieweit kann Luca Waldschmidt dem FC denn wirklich genau weiterhelfen. Bevor wir jetzt speziell auf dieses Interview eingehen und auf die Stärken und die Vita von Luca Waldschmidt, gilt es erstmal nochmal kurz meine Meinung zu wiederholen. Ich war ja oder bin nicht so angetan von dem Transfer, weil ich halt gesagt habe, so, ich finde es schwierig, dass wir so eine Art Auffangbecken werden sollen für gefühlt die ganzen gescheiterten Profis. Es fing dann an, wo Baumgart kam, was er ja gut gemacht hat, mit Modest und Özcan in die Spur gebracht. Ja, dann haben wir Selke geholt, wo ich der Meinung bin, dass mindestens 85-90% der ganzen FC-Familie da nicht so begeistert war. Ja, und jetzt holen wir einen Spieler, der natürlich mal eine kurze Zeit in der Nationalmannschaft war und für den auch mal sehr viel Geld von Benfica nach Freiburg geflossen ist. Allerdings muss ich schon sagen, haben wir hier halt auch einen Spieler, der in der letzten Zeit weitestgehend in der Luft hing. Also jetzt das letzte halbe Jahr in Wolfsburg wurde ein bisschen besser, zumindest was die Scorerquote anging. Spielzeit war es dennoch zu wenig und ich denke, der Spieler ist sich auch selber bewusst, dass er weit hinter den eigentlichen Erwartungen steht. Ja, jetzt konnte der FC ihn verpflichten via Laie, angeblich mit einer Kaufoption. Hat ja bei Wolfsburg ein sehr, sehr stattliches Gehalt. Deswegen bin ich dann auch mal gespannt, sollte diese Laie dann doch erfolgreich sein. Und ich habe Unrecht, was ich dann auch sehr gerne zugebe. Und der FC würde ihn verpflichten. Dann wäre ich auch mal gespannt, was wir da an Gehalt zahlen, weil nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, so maximal die Hälfte von dem, was er in Wolfsburg verdient, könnte der FC dann tatsächlich zahlen, meiner Meinung nach. Gab Berichte von 3,8 Millionen. Schwierig. Aber gut, ist ein anderes Thema, ist Zukunftsmusik. In jedem Fall kriegen wir einen Spieler, der gerne einen Ball am Fuß hat. Ein Spieler, der gerne zwischen Sturm und Mittelfeld so das Bindeglied ist. Auch ein Spieler, der aggressiv im Anlaufen ist, was vielleicht auch so ein bisschen die Komponente sein könnte, die eben zu Steffen Baumgarts Art von Fußball passt. Ja, und er ist ein Spieler, der auch immer mal wieder für kreative Momente sorgen kann. Es gab jetzt die Spekulation, da wir auch rechts außen jemanden suchen, er könnte auch rechts außen spielen. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass er todeslangsam ist, aber wir brauchen halt auf dem Flügel richtige Endgeschwindigkeit. Und die hat er halt mit 32,1 km/h oder was letzte Saison, da habe ich gelesen, sein Höchstwert war, ist das halt ein bisschen zu wenig. Und ich glaube, für ihn persönlich ist es auch einfach besser, wenn er zentral spielt. Dann ist natürlich die Frage, was macht man dann mit Marc Uth, wenn da die positive Entwicklung und seine jetzt wieder genesene Gesundheit auch wirklich so bleibt? Dann ja, hast du eigentlich als hängende Spitze, finde ich zumindest, zwei relativ gleiche Spieler, Linksfüße, die für kreative Momente stehen, gut im Abschluss sind, auch giftig sind. Also ich glaube, das ähnelt sich halt schon relativ. Und das war damals auch so ein bisschen der Punkt, warum ich nicht ganz so begeistert war. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, ist es ja auch so, wenn man denn den Worten von Christian Keller glauben mag, wo er ja vor der Transferperiode gesagt hat, wir sind auf alles vorbereitet, hier wird jemand kommen, wo alle sich wundern und denken, krass, dass der sich für Köln entschieden hat. Und aktuell in dem aus meiner Sicht ja flauen und schwachen und nicht komplett, wie man sich den wünscht, Transfersommer, ist Luca Waldschmidt ja dann schon der prominenteste Name. Ich meine, ich zumindest verstehe was anderes unter sehr prominent. Aber nichtsdestotrotz geben wir dem Jungen auf jeden Fall eine faire Chance. Wenn wir uns jetzt mal das Interview genau anschauen, dann ist es so, dass er gesagt hat, ihm ist es wichtig, dass er gewollt wird. Das hat er in letzter Zeit nicht verspürt. Und das wäre in Köln ab Beginn der Gespräche schon so gewesen.
Ich glaube halt auch wirklich, wenn man in so einem Vertragsgespräch mit Steffen Baumgart ist, dann ist man da, glaube ich, auch schon relativ schnell Feuer und Flamme. Er hat ja, wo er kam, schon gesagt, er wäre am liebsten direkt losgelaufen. Ja, hat dann selber auch nochmal seine Stärken gesagt, er will den Ball am Fuß haben und sieht sich dann im Idealfall als hängende Spitze oder eben als Stürmer. Als Stürmer muss ich sagen, finde ich, ist er halt einfach zu klein, weil wir ja eben dieses flankenlastige Spiel haben. Aber ich glaube, als hängende Spitze, wenn er denn funktioniert, kann er der Mannschaft schon was geben. Ich sage ja auch nicht, dass Luka Waldschmidt komplett schlecht ist und ich mich hier voll aufrege oder so. Ich hätte mir halt nur, weil halt eben auch die Transfersperre noch nicht vom Tisch ist, jemanden gewünscht, der zum einen ganz andere Qualitäten mitbringt. Wie gesagt, ich halte persönlich Uth als relativ ähnlichen Spielertyp. Und halt jemanden, der halt wirklich gestanden ist. So. Also für mich hat er einiges erlebt. Trotzdem, auch wenn die letzten Jahre nicht erfolgreich waren, seine Vita ist wahrscheinlich nicht schlecht. Natürlich hätte man dann vor 2, 3 Jahren, wo er dafür so viel Geld zu Benfica gewechselt ist, niemals gedacht, dass der mal bei Köln landet. Ja, dennoch ist es trotzdem so ein bisschen so eine gewisse Art von Wundertüte. Was man dem Jungen aber auf jeden Fall nicht absprechen kann, ist seine komplette Motivation. Die hat man im Interview gehört, die hat man beim Trainingsauftakt gesehen, die hat man auch schon gehört, wo er kam, mit dem ja am liebsten wäre ich direkt losgelaufen. Ich hoffe, dass diese Motivation ihn auch wieder an den Punkt bringt, dass er seine komplette Leistung abrufen kann. Denn dann kann er dem FC auf jeden Fall weiterhelfen. Das Wichtige ist auf jeden Fall, egal wie der Start sein sollte, selbst wenn er nach 10 Spielen kein Assist und kein Tor hat, werde ich trotzdem versuchen, immer noch weitestgehend fair zu bleiben. Ihr kennt mich, ich gebe jedem Spieler eine Chance. Ich habe auch damals Davy Selke eine Chance gegeben, obwohl ich auch da nicht begeistert war und habe dann meine Meinung zurückgezogen und bin jetzt froh, dass Davy Selke da ist. Ich hoffe, dass das auch bei Luka Waldschmidt passiert. Wie es dann weitergeht mit ihm, werden wir sehen. Wie es dann am Ende auch weitergeht, dann mit der Kaufoption und wie wir den dann finanziell, also vom Gehalt her, bezahlen wollen, ist dann auf jeden Fall auch spannend zu sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Saison verläuft. Ich werde auf jeden Fall Luka Waldschmidt genau beobachten, mal schauen, was der Mann bringt. Bin auch mal gespannt, inwiefern er dann jetzt morgen bei den beiden Tests gegen Hannover und gegen Gornik Sabre da auf jeden Fall am Start ist. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ihn da mal zu sehen, in was für einem körperlichen Zustand er ist, was er sich auch zutraut, wie seine Leistungsfähigkeit aktuell ist. Auch wenn wir schon sehr viel über den Transfer gesprochen haben, ihr könnt mir sehr gerne mal eure Meinung da unten reinschreiben. Vielleicht auch, was ihr glaubt, wie viele Tore, wie viele Scorer, wie viele Assists er in der Saison macht. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Gibt bestimmt ein paar wilde Calls hier unter dem Video, wenn ihr das macht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß, dass viele auch sehr begeistert sind von dem Transfer. Finde ich ja auch komplett legitim. Wie gesagt, ne, nicht falsch verstehen. Das wollte ich auch in diesem Video nochmal klarstellen. Ich sage nicht, er ist komplett scheiße oder ich erwarte gar nichts von dem. Ich sage nur, ich bin von dem Transfer nicht ganz so begeistert, weil wir halt wieder einen Spieler holen, den wir halt aus dem Loch holen müssen. So. Und das ist halt auch immer so ein bisschen so eine Gefahr, vor allem wenn man halt davon spricht, man will gestandene Spieler holen. Aber ich lasse mich auch hier, genau wie bei Davy Selke, eines Besseren belehren. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie ihr seht. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, dass dieser Real Talk euch gefallen hat. Bin dann gespannt, was ihr in die Kommentare haut. Würde mich dann wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus, haut da rein und ciao. Fearless.